Freunde, hey ho, ein herzliches Welcome back zu Donkey Kong 64 und herzlich willkommen zu dir, du blödem Krokovieh. So, Tiny fehlen noch jede Menge Bananen und auch zwei goldene Bananen als erste. Ja, ein bisschen ist noch in der ersten Welt durchaus zu tun, aber wie ich schon erwähnt habe, das dürfte in dem Part eigentlich zu schaffen sein. Weil eigentlich haben die soweit erstmal alles. Naja, Lenky, gut, den 420 Bananen, die werde ich schon erfinden und eine goldene noch. Und naja, Tiny, muss ich gucken. Das wäre schon mal die erste Idee, da ist nämlich auch mal ein bisschen was sein zu sammeln, ne? So, einmal Verwandlung und Minimus Maxi, naja, irgendwie so, ne, Minimus Maximus wäre unlogisch. Naja, klein mach halt, Dingsbumse Döns, ne? Einmal mit dem magischen Hammer aus Final Fantasy raushauen und dann schrumpft man. Woher ich das war, weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube, das war aus diesem DS Final Fantasy 3 oder so, ich weiß es auch nicht genau. Hier gibt es eine goldene Banane, ich weiß es. Überdimensionale Items und überdimensionale komische Gräser. Ja, für die ganzen Drogenabhängigen wäre das hier ein Paradies, weil, naja, hier sind die Drogen irgendwie, naja, überwiegend. Dumm, dumm, dumm. Boah, ein Riesenkroko! Ja, genau. Ja, treffen will gelernt sein. Aber peinlich, dass ich das Ding nicht gleich beim ersten Mal getroffen habe, weil eigentlich ist es ja, naja, so groß, da kann man eigentlich bloß treffen. Peinlich. Oh, ich glaube, ich sehe da was Lilanes hervorlugen und ich glaube, ich erinnere mich doch noch was. Ich glaube, ich erinnere mich echt zu gut an das Spiel. Ich glaube, ich habe das zwischendurch schon mal auf dem Emulator gespielt. Ich erinnere mich nämlich an immer mehr komische Einzelheiten und Details von früher. Boah, blöde Biene, Alter. Nämlich, dass ich immer so die Ader hatte, also wenn ich Fabrikquartal zum Beispiel gemacht habe und dann hatte ich mit allen Kongs alle Blaupausen, alle Bananen, alle goldene Bananen und so weiter und so fort, dann hatte ich immer die Ader danach zu vergessen, den Boss auch noch zu machen und den einfach mal ignoriert habe und dann erst hinterher bemerkt habe, oh, du hast den Boss vergessen. Ja, ne, da habe ich eine Ader für. Passt auf, im Let's Play passiert mir das bestimmt auch mal, aber ich werde mal vergucken, vielleicht kann ich mich ordentlich anstellen und dann passiert es mir nicht. Ich will ja keine Fails im Let's Play haben. Obwohl Fails doch auch lustig sein können, denke ich. Ein gutes Beispiel, ich gucke ja auch gerade ein Let's Play, was Fail-mäßig überwiegt irgendwie. Einfach nur, um sich halt, naja, kaputt zu lachen eben. Ne? Aber ich glaube, das kommt in Donkey Kong auch noch spätestens, wenn später die bösen Itemfässer kommen. Ein Abonnent hat schon geschrieben, als in die Comments, dass er sich da sehr darauf freut. Ich sage, Dankeschön, haha. Das ist alles immer sehr schön, wenn man dann weiß, dass die Zuschauer immer nur darauf warten, bis man auf die Fresse fällt. Das ist super. So, zack. Und die Banana dürfte doppelt zählen bei der Größe, aber nein, tut sie nicht. Aber die dritte ist es trotzdem. Yeah. Ja, ja. Übertreibt man nicht. Zack, zack. Hier mal ein paar Fotos eingesammelt. Wir wollen ja weiterhin Stalker spielen können. Obwohl ich schade finde, ich glaube, die Fotos hätten man ruhig noch mit mehr Fähigkeit ausstatten können. Ich meine, das Einzige, wozu die da sind, ist wirklich bloß diese Feen da zu fotografieren. So, habe ich jetzt hier soweit alles? Ich glaube schon. Also, verduften. Lässt du mich hier durch? Dein Stachel sieht ziemlich böse aus, gerade wenn man etwas kleiner ist. Man stechert keine Frauen, also. Also, ihr wisst schon, was ich meine. So, aber ich muss das klein machen nochmal, weil in diesen Baumstämmen, die überall rumliegen, weiß ich, da waren Bananen und zwar nicht gerade wenig. Ich bin klein, das finde ich fein und ich bin ein kleines Schwein. Einmal hier durchgewalkt und übelst die krassen Bananen und zwar in XXL-Version. Tja. Aber das waren noch nicht alle, es sind noch mehr da, ich weiß es. Aber irgendwie gefällt mir meine Bananenzahl nicht, weil eigentlich. Oh, guck mal, ein Riesenkroko. Guck mal. Klar, voll logisch. Obwohl wir geschrumpft sind, hauen wir ihn mit einem Schlag voll ins Fressbrett. Das ist richtig geil. Aber naja, Tiny ist halt auch als Kleine genauso kräftig wie als Groß, ne? Klein, aber hoch, sagt man so schön. Also, XXL-Stärke und dafür ein A-Körbchen. Husten, nein, das war jetzt gar nicht frauenfeindlich. Und da war noch eine Banane, ich weiß es. Irgendwie kriege ich hier Minderwertigkeitskomplexe, wenn ich hier so lang laufe. Weg hier. Oh! Boing! Swit. Oh, direkt ins Loch rein. Geil. Kong, yeah! Das ist jetzt allerdings ziemlich ätzend, muss ich sagen, weil ich habe irgendwo offenbar eine Banane vergessen. Was ich eigentlich für sehr unglaubwürdig halte. Wo habe ich denn bitte eine Banane vergessen? Na gut, erstmal groß machen.
So. Und dann muss ich auch noch mit Lenky noch ein paar Bananen finden. Und auch eine Banane, aber welche Banane er noch machen muss, das weiß ich. Und zwar den Schalter, denn er ist der Einzige, der seinen Schalter da bei dem Regenlabor noch nicht gedrückt hat. Naja, dann würde ich sagen, hole ich das mal nach. Ach Gott. Ach komm. Ey, wenn ich jetzt echt schon mal so lange hier rumlaufe, wisst ihr was, dann kann ich die 5 Münzen auch noch mitnehmen, obwohl... Naja, doch. Also schreibt mir mal bitte, ob es hier schlimm findet, wenn ich dann mal Münzen hier liegen lasse oder so, weil... Geld ist hier definitiv übertrieben worden. Also, naja, wenn die Bodenflecke nicht wären, aber ich finde die Bodenflecke ganz cool. Vielleicht sind einfach nur noch zu viele normale Münzen da. Oder die Tränke sind zu billig, das könnte natürlich auch sein. Das wäre eine schöne Kombination gewesen, dass man vielleicht erst Münzen aus einer wie späteren Welt sammeln muss, um sich überhaupt Tränke zu kaufen. Das wäre eine coole Kombi gewesen. Andererseits wäre das auch ziemlich unmöglich, weil wir haben ja schon in Fabrik Fatal ein bisschen was erledigt. Und da, wisst ihr, habe ich so ein mit Donkey Leg um Schalterhebel Dingendöns aktiviert irgendwie. Und da muss man immer 2 Münzen bezahlen, wenn man es verkackt. Und wenn man da Pech hat, verballert man da alle seine Münzen, wenn man extrem schlecht ist, so wie ich zum Beispiel. Naja, extrem schlecht ist vielleicht übertrieben. mittelprächtig schlecht, sag ich einfach mal. Das klingt doch schon viel besser. Ach... Ich mag die Stimmung hier gar nicht. Und ich mag die Justin Bieber-Fans nicht. Oh, 15 Bananen, geil. Wartet mal. War hier nicht auch irgendwo? Das gucke ich jetzt mal ganz schnell. Yeah. Wir klettern. Ah, wusste ich doch, hier sind nur noch 5 Bananen. Ah, super. Den dürfte ja alles soweit gecheckert und abgeklärt sein. So, das auch noch. Tack, zack. Und 100 Bananas für Lenky. Aber wo ist die eine Banane von Tiny hin? Toll. Ach, das sollte aber machbar sein. Das ist nicht so weit. Da kann man durchaus... Na, wie lange habe ich? Och, passt. Oh, scheiße, Mann. Hier, geh weg, Mann. Pff. Glaub's ja. Blöder Pimpf. Pisst er mir einfach von der Seite an. Alter, Klöten-Hansi. Pff. Enttäuscht, Lenky. Hättest du echt mal ihm eher mal früher ein bisschen die Faust in die Fresse hauen kann. Obwohl ich glaube, er der kann eine Magen-Darm-Spielung ohne irgendwelche Verlängerungsschläuche mit seiner Hand machen. Oh, nee, das ist jetzt ekelhaft. Das spare ich mir an der Stelle. Aber die Zeit ist wirklich ein bisschen knapp. Oh nein! Vielleicht aber auch nicht, wenn man sich so blöd anstellt und hier abstürzt. Nein, Lenky, nicht tauchen. Schneller! Ich mach das nicht normal, da habe ich keinen Bock drauf. Mann, Lenky, Mann, was macht der denn da? So, ist jetzt bald Schluss mit Spielereien hier. Aus! Kletter! Schneller! Dum, dum. Geh schneller, nur noch 10 Sekunden, das wird knapp. Hup! Und heppa! Und zepp! Schnell! 3, 2, boah! Alter, das ist ja wie ein Actionfilm hier. Die letzte Banana. Letztlich habe ich auch alle Blaupausen eigentlich, soweit ich weiß, oder? Mal ganz kurz den Roundhouse checken, also ja, ja. Ja, und die sowieso. Gut, jetzt fehlt bloß noch die eine Banane mit Tiny. Das ist doch voll Panne. Guckt euch das an, Freunde. Hier, da, 499. Alles andere ist erledigt. Ey, Meklo, wir kriegen Rappel, echt. Das ist ja ein Witz. Ist doch voll für den Arsch. Ja, ist ja gut, Mann, Lenky, ich hab's kapiert. Ist doch voll für den Ass, Mann. So, einmal jetzt, muss ich jetzt, ich glaube, ich weiß, wo sie ist, aber ich bin mir echt nicht sicher. Ich will's einfach mal überprüfen. Ich muss sie auf jeden Fall finden, weil es soll ja ein 101% One werden. Ah, da wusste ich doch, weil ich bin nämlich, als ich mit Tiny lang ging, dann in diese Biegung ein und da gut. So hat sich das auch erklärt. Und wir haben die letzte Banana. Geil. Und wir können uns verpissen, aber den Biber nehme ich jetzt noch mit. Das konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Ich frage mich, warum die Biber Melonenhellviertel hergeben. Und ich würde gerne aus diesen Melonen irgendwie Melonensamen für mein Minecraft-Spiel nehmen, weil ich jetzt demnächst auch wieder ein bisschen Minecraft zocken werde. Vielleicht mache ich mal wieder ein Special-Video, das wäre echt mal wieder angebracht. Die beiden brauchen Instrumente ganz dringend, damit ich hier mal ein bisschen mal flöten und tröten und was weiß ich nicht alles machen kann. Okay, flöten und tröten klingt ehrlich eher nach einer Sexpraktik, aber... Na, das spare ich mir jetzt an der Stelle echt. Da, da, da. Und dann einmal swooten. Ey, hallo, ich will mich beamen, danke. Beamen! Irgendwie kenne ich das irgendwo her.
Jedenfalls würde ich mal gerne, also werde ich demnächst wieder Minecraft zocken, offscreen natürlich. Aber vielleicht mache ich auch mein Video, damit ihr nicht enttäuscht seid. So, und eine Kleinigkeit mache ich jetzt auch noch. Achtung, aufgepasst einmal. Didi, komm mal ganz kurz her, Kollege, ich brauche dich mal. Den Chimchu-Rempler und boing. Ich frage mich immer noch, ob es der hohle Kopf ist oder die Gong-Glocke dingstens gedöns. Bounce. Oh mein Gott, und es öffnet sich eine Luke und da drin befindet sich ein Bananafass. Dieses Bananafass kann nur ein einziger Kong machen. Wir werden gleich sehen, warum. Weil da kein Schwein rankommt. Danke. Ja, das ist nur was für Tiny. Dup, 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 dup. Und irgendwo war doch hier auch noch was zum Aufschießen mit Knarr und so. Ah, genau da. Ja, das mache ich auch gleich. Aber erstmal Minigames, die machen Fun. Ich hoffe, ich kann da springen, ja. Hui, komm schon. Oh, voll mit dem Kopf durchgesegelt. Scheiße. Das war grad fail. Was für ein Mist. Ich nehme mal diesen kleinen Vorsprung hier. Vielleicht bin ich damit schneller, oder? Näher dran, ich weiß es nicht. Hui, Mann, scheiße. Ich verliere zu schnell an Höhe. Das ist echt mies, Mann. Ich krieg die Krise. So, jetzt aber. Propellermodus und eingedockt. Und mal gucken, was kriegen wir hier für ein Minispiel. Ey, das ist meine Lache. Fliehende Fliegen. Ein ziemlich cooles Minispiel, wie ich ehrlich sagen muss. Erwische die Fliegen. Weil ich hasse Insekten und ich liebe es. Hier kann man so schön sadistisch sein. Komm her, du Bastard. Ey, ich brauch Mucke. Okay. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Total epic. Und nochmal, ey. Boah, Alter, die crazy Lache haben sie echt von mir geklaut. Das ist ja echt Panne. Und nochmal. Und. Ey, ich hab doch getroffen. Und nochmal getroffen. Und. Jetzt. Keine Mucke, das ist gerade schlecht. Ich treffe immer irgendwie oberhalb der Fliegenklatsche. Na, jetzt. Well done, und da ist die Mucke wieder. Schade, ich mag die Mucke in den Minispielfesseln übrigens gerne und die wird hier einfach mal ausgeblendet. Ist das fies? Und damit haben sie die 30. goldene Banane. Genau, ganz deiner Meinung. Aber die Tür mache ich jetzt noch auf, ich will wissen, was da drin ist. Und zack. Hey, treff da mal. Sag mal, das ist nicht getroffen. Sag mal, was bist du für ein Hodenkobold bitte hier? Ja, das ist aber richtig getroffen, das ist ja voll klar hier. Geh doch sterben. Frauen können nicht schießen. Okay, jetzt gibt's wahrscheinlich wieder einen Daumen runter von einem weiblichen Zuschauer. Nein, Spaß beiseite. Oh. Sagt er, die kann ich zielen. Aber. Nee, ich schieb's mal nicht auf die Charaktere. Ich finde das immer ätzend, wenn denn, die Let's Player irgendwelche Fehler auf die Charaktere schieben. Das ist total unlogisch. Ich weiß, ich habe ein Zelda-Let's Play von irgendjemand gesehen, das war ausnahmsweise mal nicht Luxag-Link. Und der hatte ständig immer über seinen Link geschimpft, dass der sich irgendwie scheiße bewegt hat oder nicht richtig geschlitzt hat. Ich dachte auch so, hä, sag mal, du hast die Steuerung in der Hand, du Pfeife. Ja. Wäre ich jetzt ein Hater, hätte ich Daumen runter gegeben, weil die geben ja auch immer für alle möglichen Gründe Daumen runter, nicht wahr? Das kennt ihr alle bestimmt. Whip! Ja. Springen rein in Fässer will auch gelernt sein. Ja, also Hater haben immer coole Gründe, irgendwie. Und wie, ich glaube, einfach raufgehen, oder? Ja. Geil. So. Das war allerdings alles, was wir hier machen konnten. Viel ist es ja irgendwie nicht, aber naja, geschenken Gaul. Guckst du auch nicht ins Maul, ne? So, jetzt überlege ich, wen nehme ich denn da mit? Ich glaube, ich nehme Chunky mit, weil ich weiß genau, dass er da drin direkt was machen kann. Was ich nicht mag und daher als erstes machen würde. Ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, was die Leute immer für Gründe finden für Daumen runter, Daumen hoch. Also Daumen hoch, naja, ich weiß nicht, ich würde mir selber keinen Daumen hoch geben. Obwohl ich ehrlich gestehen muss, wenn mir irgendjemand Daumen runter gibt und ich habe ja mal gesagt, wenn ihr das denn schon macht, dann würde ich es begrüßen, wenn ihr mir auch das begründet, damit ich mich ver... Na, scheiße, ich war zu langsam hier, was? Uff, ja, kriegst halt die Kreiseldinge in die Fresse. Chunky Banana, so, die will ich aber nicht, da war nämlich Ananas-Schalter, die will ich jetzt erstmal drücken. Bounce. Ey, sag mal. Oh, was? Was? Tja, geht doch.
erstmal hat er seinen Ananas-Atomisator irgendwo sich in die Hosentasche gestopft, wieder mal. Das Inventar Zaubergedöns. Aber das ist ja wie bei Minecraft, nicht wahr? In ein Inventar passt auf einmal ein Rucksack, ne? Ich benutze dann den Backpack-Mod. Ich glaube, das nutzt sich gar nicht, wenn ihr Donkey Kong guckt. Oh. Und diese Fässer hier, die muss man irgendwie. Erstmal sammle ich die Bananen ein. Ist immer erstmal die erste Pflicht hier. Da, 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 da. Und eigentlich hätte ich schon gerne Musik, weil dann könnte ich nämlich diese scheiß Bienen hier erledigen. Die gehen mir nämlich ziemlich auf die Kröten. Wow, wow, wow. Boah, du verrücktes Schwein, Alter. So, warte, ich hab hier das Ding mit den zwei. Aber du blöde Potsau. Ach, ich hab ja die Musikinstrument schon. Hier. Klim, klim, klinken, klim, bim, bing, da, klimmel, dibbel, ding, bing, bam. Klingt wie die Türklingel. Und, ich weiß nicht, was die Leute halt immer so Daumen hoch. Naja, bei guten Let's Playern kann ich mir das vorstellen. Wie gesagt, ich würde mir selber keinen Daumen hoch geben. Oder wie gesagt, ich gestehe, wenn einer mal ungerechtfertigt, also, das heißt ungerechtfertigt, einfach, wenn jemand nicht begründet, dass er einen Daumen runter geht, gebe ich davon aus, dass ein Hater. Denn will ich, um das wieder auszugleichen, gebe ich mir selbst einen Daumen hoch. Ich weiß, das ist ein bisschen Panne, aber ich mache das wirklich nur bei Videos, wo dann irgendeiner meint, einen Daumen runter zu geben. Und ich frage mich immer nur, warum? Ich meine, bei Gronkh sieht man auch immer, selbst auf seinen Videos, und der ist ein super Let's Player. Und ja, er hat Daumen runter und ich verstehe das nicht. Das ist doch voll unlogisch. Ich meine, kommen die denn mit an? Oh, das Video ist aber 3 Sekunden zu lange. Dafür gebe ich jetzt ja nochmal einen Daumen runter, und ich weiß es nicht. I don't verstehe das. Ich finde das echt Unsinn irgendwie. Hallo? Ach, ich wollte schon sagen. Muss ich das jetzt normal machen oder wie? Ja. Huscher Knöpfchen. Oh, Banana. Ich frage mich zwar, wo die jetzt gerade hergeflogen kommt, aber na gut, Donkey Kong. Nein, Chunky Kong, Mann. Er guckt so schön blöd. Ich finde das so toll. Ja. Ne, also ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich kritisieren, dass man sich selbst einen Daumen hoch gibt, aber ich mache das auch nur bei Parts, wo ich mich selber, wo ich den eigenen Part mag, weil es gibt so Parts, die nehme ich auf und lade so hoch und denke so, na, hättest du aber besser machen können, ne? Das ist ganz, ganz, ganz krasse Eigenkritik manchmal. Hup und hup. Oh yeah, jetzt aber treffe ich mal. Hup, Punch! Haha, voll die Nüsse ausgeblasen. Das klingt auch gerade seltsam, aber egal. Hier ist was für Donkey. Na, dann holen wir den Guten nochmal ran. Weil alle 5 Kongs haben ja hier noch ihre Mankos. Keiner ist hier bereits fertig oder so. Ist noch a little bit much to do, ne? Nur die eine Bananenmedaille, ist ja auch peinlich. Oh, und die Monster auch noch die eine sammelt. Ach, wie geil. So, na gut dann. Ja, ist ja gut, Mann. Und, oh, oh, und. So geil. Also ich rülpse nicht im Let's Play, Freunde. Das möchte ich ja mal erwähnen. Ich mach sowas nicht. Ich bin ordentlich, ich bin eine ordentliche Sau. So. Tiny, komm her, ich weiß, du hast noch kein Instrument, oder? Hast du noch keins? Nee, hast du wirklich noch nicht. Denn komm mal kurz her, wir machen das mal. Oh Gott, jetzt gibt's eine Lesbo-Szene, Freunde. Jetzt flirtet sich die. Boah, die hat schon 57 Münzen, Alter. Ist doch voll über overdressed, Alter. Naja, die Frauen brauchen halt mehr Geld, weil die müssen ja Make-up kaufen und so ein Zeug. Ich glaube, jetzt packe ich voll die Frauenklischees aus. Das Sabotage-Saxophon! Ich finde, Saxophon ist ein sehr cooles Instrument. Würde ich auch gern können, aber da muss man ja ein bisschen Musikverständnis für haben, ne? Herr, komm näher, Tiny! Ih, nein, ich bin nicht lesbisch! Sehr epic. Oh, die Lache, ey. Ey boah, da ziehen sich mir alle Fingernägel zusammen. Das ist ja furchtbar. Na gut. Und so weiter. So, Lenky, jetzt bist du dran. Du kriegst auch endlich deinen Musikverständnis, obwohl der sein eigenes Musikverständnis schon hat. Und spätestens, wenn ich mal die Lenky-Platte aktiviere, wisst ihr, was ich meine. Der macht seine Töne ohne das Instrument. Also, naja, werdet ihr später noch verstehen. für 3 Münzen die Tonleiter. Pff. Tja, Internet gibt mir das umsonst. Aber na gut, hier bei Donkey Kong müssen sie alle bezahlen, ne? Ja, ich finde sogar, wie er sich selbst umarmt immer. Komm näher, Lenky. Aha, ja, nein, danke. Ja, ja. Der Affe ist eine Matratze. Also, oder die, nee, wie sagt man denn zum weiblichen Affen? Die erfinde ich, weiß nicht, gar nicht. Aber ich nehme es mal einfach an. So, was kann ich denn jetzt hier noch machen? Oh, da ist mal. Ah, wartet, haha, ich habe gerade den Wink ganz schnell kapiert. Ich habe nur das Fass gesehen und wusste direkt, was ich damit machen muss. Ey, das ist doch furchtbar.
Mein Hirn ist eine Spielebibliothek, aber dafür ist kein Platz mehr für Allgemeinbildung. Das sind die Gamer eben, ne? Das ist so typisch, ja. Dam, da, da, da. So, let's go, weil da hinten ist nämlich mein Blaupausen-Typi. Du, du, du. Was? Und hier hast du meinen Schwanz ins Gesicht. Oh, Alter. Der Part heute lebt von Zweideutigkeit, Freunde. Aber das hat war gerade etwas overtrieben, ne? Denglish for the win. Oh, ey, ey, nicht ausrutschen. Ich will noch ein paar Kokosnüsse sammeln. Ein paar Nüsse in die Hose. So, jetzt hier. Oh, Chunky-Münzen. Na gut. Boah, ey, so viel Scheiß zum Einsammeln. Ey, langsam ist echt mal ein bisschen overdressed hier. So. Und dann einmal den Erdnussschuss. So. Ach, mit Didi war ich ja hier schon mal. Didi muss hier gar nicht mehr machen. Boah, das ist ja Panne. Gibt's hier einen Tauschfass? Da wäre echt gerade mehr begrüßenswert, aber ich glaube, hier ist keins. Boah, da muss ich hier mit jedem Kong einzeln rein. Das finde ich aber doof. Wer muss denn hier alles rein? Also auf jeden Fall Chunky sehe ich hier auf jeden Fall. Boah, so viele Bananen, Alter. Krass. Und Orangen, ja, haben anscheinend mal einen Fruchtmarkt früher offen gehabt. Und dann weiß ich, war hier auch noch was für Tiny. Da war da gerade irgendwo, genau, so ein Schrumpfding. Also muss Tiny auch noch rein. Na, wahrscheinlich würde ich sagen, muss jeder hier rein, der, wo draußen der Schalter dran ist, würde ich sagen. Ich weiß, 4 Stück gibt's. Aber wer, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Einmal rundrum laufen, so einmal die Erdnüsse, denn Chunky, gut. Habe ich gesehen, ne? Der braucht da so eine Banane. Das ist ja doof, da muss ich jedes Mal raus reinlaufen. Das ist aber jetzt umständlich. Dililup, di schlubidubi da di da. Trägst kein BH. Donkey brauche ich nicht. Na gut, dann nehmen wir einfach mal Lenky. Er ist ja der nächste in der Reihenfolge, mehr oder weniger. Und außerdem, ach nee, halt, das war Tinys ursprüngliches Offenshalts-Orts-Dingensgedöns. Ja, hier haben wir sie her. So. Zack. Paff. Einmal eine Traube und open sie Luke. Aber schnell, bevor die Tür zugeht. Ich frag mich, was Lenky hier drin machen kann. Ich habe bloß ein paar Münzen gesehen, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber, naja. Kleingeld, ne? Komische Sache hier. So, da unten sehe ich schon mal Tiny Bananen. Das ist ja schon mal was Gutes. Hm. Denn nichts hier zu tun? Hier irgendwas hier hinten zu machen? Der war ja noch immer in so ein... Da hinten sind blaue Bananen. Ha! Was ist der jetzt bloß für die paar Bananen hier drin? Das wäre echt ein Witz. Also eine goldene Banane will ich dann doch schon wenigstens haben. Auf jeden Fall ist hier was zu tun. Das ist ja schon mal etwas. Bananas! Oh, 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 oh! Die Kronenplatte. Cool. Da dürfen wir uns wohl gerade gleich mal einen heißen Fight liefern. Anscheinend auch mit Lenky. Ich meine, das kann man sich zwar aussuchen. Muss ich das unter Wasser machen? Nee, das wäre unlogisch. Mit Z tauche ich. Nee, nee, das geht nicht. Dann muss ich irgendwie Wasser ablassen, oder wie? Hm. Oh. Hepla, flup! Oh. Open das Fressbrett, ne? Was bringt mir das jetzt hier? Das sagt mir gerade gar nichts hier. Ach Gott, wer bist du denn? Ich habe gerade einen Chunky-Ballon gesehen. Wo kommt der denn hier? Der hört hier bitte gar nicht hin. Ach, jetzt soll ich die abschießen, wa? Flop und Quack! Hier bist du hässlich. Erst dachte ich, oh, der Vogel sieht aber süß aus. Und dann, boah, wie hässlich. Quack! Und ich habe das Gefühl, er wird kleiner. Aber da hat er auch schwerer zu treffen wahrscheinlich. Na, wo fliegst du lang? Nein! Quick! Oh, wie süß! Er wird immer kleiner und kleiner. So, flop! Quick! Lass fallen, Mann! Was? Immer noch nicht? Blöder Hundenkobel, Alter. Haha! Oh! Oh, Sturzflug! Du, 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 du. Oh. Boah, das ist ein Gitter vor, das ist aber übel. Und wir haben eine Banane für Lenky. Cool, damit hat jetzt jeder eine. Und ich würde mal sagen, ah, jetzt kann ich auch wieder raus. Aber ich würde sagen, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch die Plate aktivieren. Let's go, Zeit für Battle! Wie soll ich mal Elvis Presley Dance nachmachen, Alter? Der Critter Crash.
Oh, die haben wohl kritische Trefferrate. Was? Knacks und bam. Oh, buh mir nicht so laut ins Ohr, Mann. Das ist ja übel. Wie wär's damit? Oh, das geht gar nicht. Oh, scheiße. Was? Oh, Tree of a Kind. Und damit meine ich nicht den Baum auf einer Art. Whip. Bounce. Oh, scheiße, Mann, nein. Dö, der war fail. Manno. Ja, man hätte mich auch einfach mal gewinnen lassen können, aber nein, man musste mich ja runterschubsen. Ja, hier gilt in den Kämpfen halt immer das klassische, wer boxt wen raus, recht. Boah, das ist mir gerade ein Stückchen zu laut, Freunde. Und klatsch, boom, voll in die Fresse. Guck mal hier, was? Knacks und boom. Tour für keinen. Tja, du bist wohl der Erste, hm? Knacks! Double! Und die starke Leistung bringt mir die Krone ein! Oh yeah! Krone Nummer 2. Ich glaube, insgesamt gibt es in dem Spiel 10 Stück, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, in dem letzten Part habe ich doch mal in die Statistiken geguckt. Da steht ja drin, wie viel es von was gibt. Das war ziemlich erschreckend. Wir brauchen 200 goldene Bananen. Also fragt euch jetzt nicht, warum das Let's Play so lange dauert. Das geht doch schnell vorwärts. Ja, wartet mal. Die Welten werden noch ein Stückchen größer. Ich hatte viel. So, hier müsst also nochmal Tiny hin, wenn ich die Münze unbedingt haben will. Aber Chunky muss hier auf jeden Fall rein, weil hier ist noch ein Ballon für ihn. So, dann war hier aber auch noch was für Tiny. Ist für Lanky auch was dabei? Eigentlich nicht, ne? Nee, das waren alles Tiny-Ballons hier oben. War das nur einer? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war noch mehr. 1, 2. Oh ja, 20 Bananen. Gut, also Tiny muss dann hier auch nochmal hin. Aber die muss ja sowieso nochmal rein für eine goldene Banane. Das weiß ich noch, was man da machen musste. Glaube ich jedenfalls. Das weiß ich jedenfalls, glaube ich, falls. Jedenfalls. Hahaha. Ja, wie witzig. Und dann komme ich hier da herein und weiß gar nicht, was ich da machen musste. Und dann fail und dann aufs Maul. Also, nicht für ihn, sondern für mich. Dumm. So, dann müsste er endlich Lenke jetzt hier alles mal gemacht haben. Er hat da die Bananen mit und da, ja. Müsste reichen. So, Zeit für Tiny Action. Komm mal mit, Tussi. Also, Tussi, das klingt so abwertend, aber. Madame. Ich wollte gerade Monsieur sagen, aber das ist ja Französisch was ganz anderes. Naja, das kommt davon, wenn man sich mit Französisch nicht auskennt. Meine Französischlehrerin würde mich jetzt lynchen. So, zack, hier einmal. Ich persönlich mag die französische Sprache überhaupt nicht. Aber leider hat man mir an der Abendschule nicht mehr angeboten als Französisch. Oh, Schweinerei. Ist doch voll für den Arsch. So, Zeit für Kleinmach-Action, aber ich glaube, ich hole mir erst die Bananen. Ja, tauchen. Achso, war jetzt Z. Haha, ja, blöd. Schwimm, Tiny, los! Ich finde ja krass, dass die keine Luftanzeige haben. So nach dem Motto, ich habe unendlich Luft. So, für Tiny waren da noch ein paar Münzen. Die nehme ich mit, bevor sich jemand aufregt. Ich weiß ja echt nicht, ob es euch stören würde, wenn ich die Münze einfach hier lasse. Weil das kostet einfach auch manchmal unnötig Zeit. Und naja, da habe ich nicht wirklich Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Was denn? Fuß ins Gesicht. Oh. Sag mal, willst du mich mit deinem dritten Gebiss hier angreifen? Du Furz im trockenen Wind hier? Das kann doch mal nicht wahr sein hier. Sag mal, geht doch. So, hier war ein Ballon halt gesehen. Ah, scheiße, zu spät. Paff, zack. Hä? Ich hab 20 Bananen, hab gerade eine Bananenbille da gekommen. Was ist denn hier für eine Logik drin? Das Niveau hat das Spiel gefressen, na, das ist ja super. Naja. Oder, wartet mal, ich habe gerade einen Winker, so, die hat schon 90 Bananen, gut, das erklärt eigentlich. Gut, dann habe ich gerade das Niveau gesenkt und nicht das Spiel, das ist natürlich klar, ne. Aber ich glaube, bei so einem Spiel, einem guten Spiel, kann ich gar nicht ein ausreichend gutes Let's Play abliefern, ich glaube, das ist ganz normal. Vielleicht soll ich dann hässliche Spiele spielen, so, Chunky muss auch noch. Nee, halt, ich mach das jetzt einfach mal, Habe ich jetzt vergessen. Habe wollte die Münzen extra mitnehmen. Mehr extra, je mehr ich muss da nochmal rein für die Münzen. Und was ist hier? Quatsch und lauf los. Trottelkind. Also ich meine jetzt mich damit, nicht euch. So, einmal schwing, schwing. Ich würde ja gerne mal wissen, wie viel Münzen sie überhaupt am Ende kriegen kann. Das ist ja echt overdressed. Aber für neue Klamotten müssen sich Frauen halt eindecken. Ich frage mich, ob wer damit irgendwie ein Klischee bestätigen wollte. Ich bezweifle es ja ehrlich irgendwie, weil das wäre... Naja, frauenfeindlich halt einfach. Und Frauenfeindlichkeit ist ja heute keine sehr angesehene Sache mehr.
Früher im Mittelalter-Zeugs war das ja vielleicht normal, aber heute gibt's ja Emanzipation. Ne? Ich frage mich mal nur, warum es heißt denn, es ist die Frauzipation. Aber ich glaube, der Witz hat auch schon so einen langen Bart, ey, da durfte man sich ewig nicht rasieren für. Ui, quietsch! Ui, da lauf doch mal ein bisschen schneller hier. Ich bin ziemlich klein, auch ein bisschen lahm. Dum, 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 dum. So, wo ist denn das Löchchen hier? Ich will ins Loch tauchen. Lass mich in dein Loch. Gut, ich weiß, das war Fail, aber... Oh, hey, ich bin nur durch die Banane durchgeschwommen. Hallo? Hallo, Banane! Mayday an Banane, Mayday an Banane, bitte melden. Danke. So, hepp. Komm ich irgendwo raus? Ah, jetzt. Oh mein Gott, ich hab solche Angst. Was ist das jetzt hier bitte? Knacks. Na toll, wie einfach. Einfach mal die paar Viecher gekillt und eine zweite Banane für Tiny. Und irgendwo ist da gerade ein Grippe geknickst und ich habe gerade mein Mikro verschoben. Scheiße. Blödes Kabel. So, abgehauen hier. Und wir tauchen irgendwo durch irgendwelche Gullikanäle hier. Ist ja ein bisschen ekelhaft, wa? So, auf nach oben. Und bevor die uns hier absäuft. Aber ich glaube, man kann wirklich nicht absaufen. Ich habe nämlich einmal damals, das ist noch lange her, aber daran kann ich mich noch erinnern. Da habe ich das Spiel stehen lassen und habe nicht Pause gemacht, habe dann irgendwo im Wasser gehangen und kam nach einer halben Stunde wieder und ich war immer noch nicht tot. Oh. Klar, Tiny kann mal, oder ich weiß nicht, mit wem war ich da im Wasser, ich glaube, das war Lenky. Und ich bin nicht abgesoffen, fand ich sehr surrealistisch irgendwie. Ey, sag mal, diese dritten Zähne sind ja echt kläffig hier, Alter, das ist ja übel. Weg hier, Kusch. Dup, 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 dup. Und ich muss mich leider auch gleich fertig machen für Englisch heute. Na gut. Bringt ja keinen um, ich glaube, beim nächsten Mal machen wir dann mit Chunky weiter, denn der muss hier auch noch was erledigen. Also, Freunde, ich genieße jetzt hier ein bisschen die Aussicht und, naja, viel auszusichten ist ja hier nicht. Also, Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, macht's gut, haut da rein und Tschüssikowski.